Hallo und herzlich willkommen YouTube zu diesem, ja, YouTube-Video. Ich darf euch begrüßen zu Turn Up Boy Commits Tax Evasion. Ich tue das Ganze ein bisschen überdecken. Ein erster Playthrough, in einem Livestream. Und wir schauen, was passiert. Es ist ein kleines Spiel, das ich schon vor Jahren mal gespielt habe. Es ist von einem Indie-Entwickler. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das ein ganzes Team war. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, wobei er hat ein paar Helfer. Und ich habe das Ganze auch schon mal gespielt. Das könnt ihr jetzt nur nicht sehen, weil ich das überdecke. Aber ja. Das ist sehr, sehr süß gehalten, wie ich finde. Ich bin ein echter Fan davon. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und gucken, was passiert. Möchtest du wirklich von vorne beginnen? Ja. Oh Gott. Tax bill. You owe a ton of property tax for your greenhouse. You have until like yesterday to pay it. Failure to pay will give Major Onion the deed to your house. Total owned. Also wir schulden dem Ganzen 143.753 Dollar plus 50% Zinsen natürlich. Ich bin ehrlich, ich mag keine Steuererklärungen. Die Steuern sind doof, deswegen ganz ehrlich, zerreiß mal. Hey kleine Rübe, du hast dich wirklich in Schwierigkeiten gebracht, sagt Bürgermeister Zwiebel. Ja, das Spiel ist an sich auf Deutsch, nur dieser erste Text nicht. Hä? Was meinst du, wieso? Du hast Steuerhinterziehung begangen. Ich? Ja, Steuerhinterziehung gibt es wirklich. Das halte ich für ein Gerücht. Jedenfalls schuldest du mir eine Menge Geld und da du offensichtlich ganz hast, bist du jetzt mein persönlicher Assistent. Okay. Geh zuerst durch die Ablegerallee zur scharrenden Scheune. Ich wollte dort ein Rathaus einrichten, aber es gibt noch einen Haufen Tiere, um die muss sich jemand kümmern. Oder um die sich jemand kümmern muss. Ganz schön gemein. Bring einen Sack Dünger als Beweis oder du kannst dir Rassistin von unten ansehen. Ein bisschen brutal. Ja, das ist the game, Freunde der Sonne. Das ist the game. Wir sind hier diese kleine Rübe. Wir können in alle Richtungen laufen. Wir können stolpern. Muss aber auch reichen, oder? Also, bin ich der Meinung, das muss reichen. Wenn wir mal ganz kurz hier was gucken. Nee, alles tutti, alles wunderbar. Aber das muss reichen. Das können wir. Was steht hier? Das Haus von alter Mann Zitrone. Die Heimat einer äußerst praktischen Gießkanne. Mhm. Wow, das habe ich gefunden. Gießkanne. Nutze sie, um Pflanzen groß zu ziehen. Gehörte mal alter Mann Zitrone. Okay, ja. Die hat... Das tue ich natürlich jetzt bedecken. Ich muss mir das einrichten, dass ich dann überall so ein bisschen hinswitchen kann. Das merke ich mir für die Zukunft. Aber machen wir es so. Da seht ihr nämlich, auf der Gießkanne ist da so ein kleines Männchen drauf gemacht. Das finde ich sehr süß. Aber ja. Okay, wissen wir Bescheid. Jetzt können wir benutzen. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass der wächst. Aber egal. Reden wir mal mit dem. Können wir das? Ja. Alter Mann Zitrone. Hallo Junge. Hast du meine Gießkanne gesehen? Ich glaube, wir können nicht reden. Wir haben zwar den Mund, aber der macht nur... Okay, das war bestimmt creepy. Ich habe es Gott sei Dank nicht gesehen. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Ich habe sie seit Tagen nicht gesehen. Diese Gießkanne bedeutet mir so viel. Ich hoffe wirklich, dass sie mir niemand gestohlen hat. Sie ist das Einzige, was mir von der alten Dame geblieben ist. Wenn wir jetzt einfach nicht mehr mit ihm reden, ist es faktisch nicht geklaut. Wir haben ihn auch nicht angelogen. Ja, also, Hallo! Ist das Wetter nicht herrlich? Genauso wie die Erdbeeren die Straße runter. Sie ist so schön. Sie ist so schön? Ich glaube, das ist, ja. Sag mal, könntest du diese Pflanze für mich gießen? Mir ist das Wasser ausgegangen und ich möchte diese besondere Blume der besonderen Erdbeere dort schenken. Machen wir doch. Wo schaut er hin? Oh, Blume. Ups. Ein Zeichen der Zuneigung von der Floristin an die Erdbeere.
Danke, dass du diese Blume herangezogen hast. Sorge dafür, dass sie besondere Erdbeere sie dort bekommt. Ich möchte nicht, dass andere Leute auf falsche Gedanken kommen. Ah ja, also sollen wir das für ihn machen. Das ist natürlich ein bisschen traurig, aber okay. Kleine Rübe, danke für die Blume. Aber ich empfinde nicht dasselbe für dich, tut mir leid. So läuft es immer. Sie ist nicht von dir? Oh, den Pelzen sei Dank. Das ist alles so familiär. Ich kenne das so alles so. Ich kann mich da so einfühlen. Die Floristin hat sie mir geschenkt. Wie lieb von ihr. Denkst du, du kannst diesen Brief von mir bringen? Dear Florist, thank you for the pretty flower. Would you like to go on a date? Someday we could even get married and pay our taxes together. Wir können das zerreißen, just saying. Ja, eigentlich schon, hallo? Geh doch selber hin, Bitch. Sie gehen zu sagen, wir danken, das ist Bezahlung. Ein Sonnenhut, der Erzfeind der Sonne. Aufgepasst, im Pausenmenü kannst du all deine Hüte ansehen und ausrüsten. Ja, Hüte! Geil. Wird schon schief gehen. So, was kannst du? Hi! Ich bin eine Blaubeere! Du bist eine Rübe! Auf Wiedersehen! Das muss aber auch reichen, also. Irgendwo ist er dann auch genug. Ich weiß gerade nicht, wo ich eigentlich genau hin muss. Pass auf, die Schnecken auf. Sie sind Vegetarier. Oh, ja, gut, stimmt. Oh, Gras geklatscht. Hallo? Alter, du wirst es nicht glauben. Cherry wohnt schon seit einer Woche bei mir und hat nicht einen Cent Miete bezahlt. Wir verstehen uns gut, weißt du, aber wir sprechen nicht viel Schneckisch. Ich spreche nicht viel Schneckisch. Hätte auch von sich in der Mehrzahl sprechen können, wäre alles gut gewesen. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll, Alter. Nee, tut mir leid, kann dir nicht helfen. Was? Erdbeerschwert geht voraus, bringe eine Gießkanne. Okay. Dann machen wir eigentlich alles richtig. Und da oben ist eine Karotte. Hallo? Oh, verflixt. Ich hab das Baby verloren. Bitte? Ich sollte doch auf eine kleine Karotte aufpassen. Ich habe mich mit diesem Hocker über ihr gesetzt, aber sie ist mir entwischt. Vielleicht sollte der Hocker über mir sitzen. Wie auch immer, du kannst, kannst du deine Augäpfel offen halten. Bestimmt. Ich könnte schwören, das sagt man so. Whatever floats your boat. Ganz ehrlich. Bitte? Ach so, wow, es ändert halt nichts. Das tut dann einfach nur den Text übersetzen. Zerreißen wir. Braucht kein Mensch. So. Kann man hier rein? Nein. Okay, dann nicht. Dann halt nett. Zum Glück sind die so langsam. Wer bist du? Kannst du was? Hallo, kleine Rübe. Ich bin auf dem Ackerland herumgereist und habe die Forste der Umgebung erkundet. Und dabei habe ich etwas Cooles entdeckt. Da vorne ist ein seltener Planktius Schwertius. Schwertikus. Wenn du einen Moment Zeit hast, schau ihn dir mal an. Okay. Was sie da jetzt wohl kriegen? Das ist natürlich kein bisschen irgendwie an ein ganz bestimmtes Spiel angedingst, ne? Nein. Wow, ein Erzschwert! Es ist gefährlich, alleine zu gehen. Nimm das! Achso. Boah, wir können jetzt uns wehren, Leute. Bin gleich vollstens anwesend. Gebt mir ein paar Minuten. Hallo Mel und erst, jawohl. Alles gut, kein Thema. First things first. True. So, der hat doch hier sein Problem. Alter, du wirst es nicht glauben. Genau, Cherry hat ein Problem. Ja, genau. Dann kümmern wir uns um Cherry.
Wow, das habe ich gefunden. Mietgeld. Jerry hatte vor, seine Miete zu bezahlen. Nun! Alter, warum hast du Jerry getötet? Er war wehrlos. Warum? Oh, Moment. Er hatte sein Mietgeld. Allererste Bohne, haha. Alter, da er nur tot ist, nimmst du den Scheck für den Rest? Ich brauch das Bargeld. Sorry, you did. Was, Graffiti-Künstler? GG! Was geht, Kumpel? Hast du Sprühfarbe? Mich juckt es danach, öffentliches Eigentum zu zerstören. Checkst du? Okay. Also ich habe das Spiel zwar schon mal gespielt, aber das ist ein paar Jährchen her. Ich glaube 4 waren es, wenn ich das richtig gesehen habe. Daher sagen wir einfach, ich bin nicht mehr komplett auf der Höhe. Peace, Gemüsegarten. Hallo Boys. Entschuldige, junge Steckrübe, würdest du bitte zurücktreten? Dies ist eine FA-Operation. Wir müssen das Gebiet sichern, bevor du hier durchgehen kannst. Wir haben dich im Blick. Also verpiss dich. Okay. Wollte ich nicht, aber in Ordnung. Seitdem dieser verdammte Bürgermeister Zwiebel im Amt ist, versinkt diese Stadt im Chaos. Ich meine, schau dir diesen Weg an. Er ist total zugewachsen. Man bräuchte ein verfluchtes Schwert, um da durchzukommen. Ich habe gehört, dass man im Waffenwald eins findet. Ach so. Was hat dich darauf gebracht, dass dort vielleicht ein... Naja, gut. Aber egal. So, ich habe jetzt den Weg freigemacht. Oh, verflixt, hast du das Schwert gefunden? Wir sollten nicht diejenigen sein, die das tun müssen. Wo gehen unsere Steuergelder überhaupt hin? Naja... Weiß ich nicht, der wird damit schon irgendwas bauen oder so. Bestimmt irgendwie eine Schule. Da bin ich mir sicher. Politik, habe ich recht? Ja. Die Ablegerallee. Du brauchst dringend einen Haarschnitt. Aber wem macht der große Edgar... Oh, aber wem macht der große Edgar, bester Friseur im Gemüsegarten, etwas vor? Ein berühmter Kunde von mir will, dass ich, der große Edgar, ihm die Haare färbe. Aber leider habe ich nicht die Farbe dafür. Natürlich hat dieser Kunde höhere Priorität als deine Blütenhaare. Ich bitte dich, an einem anderen Tag wiederzukommen. Also, du hast noch nicht viel verpasst. Wir haben Jerry die Schnecke getötet, weil er seine Miete nicht gezahlt hat. Huch. Und wir haben ein Erdschwert gefunden. Sind das für eine aggressive Chili-Studie? Ja, das ist Edgar, der beste Friseur im Gemüsegarten. Die sind alle ein bisschen aggressiv, habe ich so das Gefühl. Der Immobilienmakler hat mir diese Einzimmerwohnung... Was? Ein... Da doch, ich habe Einzieh gelesen. Einzieh und dann denke ich mir so, was? Ja, gut. Einzimmerwohnung verkauft. Sie ist aber kleiner als die meisten und teurer. Ich hoffe, die Pfahllandschaft bringt meine kreativen Energien zum Fließen. Schuhe. Die arme Schnecke, ja. Schon ein bisschen. Seufzt. Oh, hallo! Möchtest du eine Immobilie kaufen? Oh, kleine Rübe, das tut mir aber leid. Ich hoffe, du bekommst dein Gewächshaus bald zurück. Ich bin sehr beschäftigt in letzter Zeit. Bürgermeister Zwiebel versucht, die Grundsteuer zu erhöhen. Es ist wirklich nicht leicht, neue Kunden zu finden. Genau. Also Kern ist, wir haben ein Gartenhaus, ein sehr schönes Gartenhaus, ein großes, wunderschönes Gartenhaus. Und Bürgermeister Zwiebel möchte, ja, oder sagt, dass wir Grundsteuer zu zahlen haben in Höhe von $143.758 plus 50% Zinsen. Und da wir das nicht können, sind wir gerade sein Leibwächter oder sein Assistent. Nun. Deswegen, wir sollen jetzt eigentlich hier irgendwo hingehen und irgendein Lager aufräumen. Frag mich nicht. So, was machst du? Hallo? Ich glaube, diesen Pfad willst du nicht nehmen. Da passieren einige zwielichtige Dinge. Ich
sehe schon, wir sind im veganen Kapitalismus-Simulator gelandet. Ja, so ein bisschen, ne? So, was willst du? Was verkaufst du? Willkommen bei Way Sandwich, der Heimat des Sub der Stufe 3. Was hättest du denn gern? Oder möchtest gar nichts? Verstehe. Das Geschäft lief nur sehr schleppend. Ich wünschte, ich könnte jemanden Berühmtes dazu bringen, unsere Subs in einem Livestream oder so zu essen. Ich hab nicht gewusst... Paprika. Scheiße. Den Namen habe ich auch nicht gelesen. Ja. Ich hab das Spiel zwar gespielt damals, aber ich hab... Also vor ewigen Jahren, aber ich hab das nicht mehr im Kopf gehabt. Nun gut. Das würde wirklich das Geschäft ankurbeln. Nun. Wer bist du? Headliner, dieser Ort ist vorerst tabu. Die fressen auch, ne? Komm, wenn du das Spiel gewonnen hast. Befehl vom Boss, ich weiß auch nicht, was das heißen soll. Ja gut. Ah. Way Sandwich. Was? Moment, lesen wir das mal so. Way Sandwich, Waldweg 2389, Rigsburg Farm, New York. Kauf, Sandwich, Essiggurken, Bedienung, Umsatzsteuer, Zwischenstimme 36, Trinkgeld, nein! Arschloch. Wirklich gesamt, haben Sie Ihre Steuern gemacht? Sparen Sie bei Uni Fastbooks 3% auf ausgewählte Editionen. Benutzen Sie den Code rüberfällig. Nun, zerreißen wir. Wollen wir nicht. Punkt. Ah, das ist. Ah ja, das ist die Scheune. Die Scheune, die müssen wir machen. Ja, die Mucke ist wirklich super. Kaffeepause, stimmt's? Das ist eine aktive Baustelle, Kleine, also verschwinde. Warum ich nicht am Arbeiten bin? Ich bin in der Pause. Junge, ich arbeite hier, siehst du? Hier sind Dokumente, die das beweisen. Ich lasse das immer ganz kurz offen, wenn es jemand so lesen will, aber ich mache auch nochmal das hier. Formular 2023 1099 sonst. Sonstiges Einkommen. Name des Zahlers, Adresse, Stadtverwaltung, blablabla. Meinung zu Gras, Bürgermeister Zwiebel, Haus von Kleine Rübe, Rigsby Farm, New York, Gras ist toll. Name des Empfängers, Adresse und so weiter. Steuern bezahlt, natürlich. Ja, zerreißen wir einfach. Tja, du hast mich wirklich übertrumpft, Kleiner. Nun. Ich hoffe auch, dass das Game laut genug ist. Ich habe das echt nicht im Ding. Ich glaube aber, dadurch, dass die Melodie ja doch recht Standard ist oder halt so ein bisschen leicht wiederholend ist, ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man das so im Hintergrund plängeln hat. Die scharrende Scheune. Ne, ich gehe da noch nicht rein. So, was haben wir hier? Oh, hallo! Rübe hier drüben. Das ist eine Orange, aha. Ich habe mein Kurzzeitgedächtnis verloren. Ich versuche nur zum Gemüsegarten zu kommen. Bitte sag mir, wo ich bin. Oh, danke, jetzt weiß ich, wo ich bin. Hallo, Rübe, hier drüben. Ich habe mir kurz... Ich glaube, das kann man ewig machen. Ja, was ist das hier? Trophäe! Belohne die Spieler, damit sie aktiv bleiben. Wisst ihr Bescheid? Was? Hilfe gesucht. Suche Kammerjäger zur Beseitigung von unerwünschtem Vieh. Was geht, Gamer? Slay Queen 32. Was geht, Gamer? Ich bin die Assistentin vom Bürgermeister Zwiebel. Du kannst mich auch Slay Queen 32 nennen, wie mein Gamertag. Ich bin die beste Forkfight-Spielerin im Gemüsegarten. Ich würde dir empfehlen, dir meine Streams anzusehen. Aber ich konnte nicht live gehen, weil die Schweine hier drin so viel Lärm machen. Oh, du möchtest die scharrende Scheune? Nun, da habe ich schlechte Neuigkeiten. Nur wahre Fans, die
die mich mit Subs der Stufe 3 unterstützen, erhalten Zugang. Es wäre nicht fair, dich da umsonst reinzulassen. Vergiss nicht, mir einen Like zu geben und mein Video zu abonnieren. Das ist der Call für euch da drin, ne? Just saying. Hat Diva ins Game gebracht. Ja, wir wissen, wo wir einen Sub der Stufe 3 herkriegen. Hallöchen, Pöpöchen. Willkommen bei Way Sandwich, der Heimat des... Oh, du bist es nochmal. War das Slay Queen 32? Ich möchte einen Sub der Stufe 3? Ja, das geht sogar aufs Haus. Ich sorge nur dafür, dass sie ihn live im Stream ist. Damit ich was vom Einfluss abbekomme. Sub der Stufe 3. Ein Sub für Slay Queen 32. Ich finde das so gut. Oh, kleine Rübe, danke für das Sub der Stufe 3. Als ein Sub der Stufe 3 erhältst du Zugang zur scharrenden Scheune und ein Autogramm. Bitteschön. Nur wer... Nun, wenn nur jemand endlich etwas sagt... Was? Etwas gegen diese lärmenden Schweine unternehmen würde. Ich vermisse es zu streamen. Thanks for the tier, free sub, turn up boy, be sure to pay your taxes next time, silly. Whatever, wie haben sie das übersetzen? Danke für das Sub der Stufe 3, kleine Rübe. Sieh nur zu, dass du das nächste Mal deine Steuer zahlst, Dummerchen. Nun, wird zerrissen. Was führt dich hier zurück? Du willst mir meinen Stream ansehen? Ich würde dich ja gerne lassen, aber seit Bürgermeister Zwiebel mich in das neue Rathaus versetzt hat, konnte ich nicht mehr live gehen. Einfach viel zu laut. Wenn sich jemand um diese lärmenden Schweine kümmert, könnte ich auf jeden Fall wieder ein Shoutout bekommen. Ja gut, dann schauen wir halt mal rein. Ach, ich kann das Ding sogar ausrüsten? Nee, das hat mich jetzt auch... Okay. Ist dann auf eigene Gefahr, okay. Ah. Einmal zum Schaf machen und dann... Holy shit. Okay. Dann gehen wir da erstmal rein. Ich will immer noch X drücken zum Angreifen. Er kann halt nicht seine Tastenbelegung ändern, das ist das Einzige. Ich will auch so eine Bummblume. Ja. Boom Boots. Benutze die Boomblumen. Ah, benutze sie, um Boomblumen zu treten. Laufe in sie hinein und lass sie fliegen. Ah, schön. Hey, kleine Rübe, ich mache gerade eine Pause. Nachdem ihr ein Schwein die Wurzeln getreten hat. In die Wurzeln getreten hat. Nee, mir geht's gut. Bald sollte sich jemand um die Dinge kümmern. Wie auch immer, ich habe gehört, dass wenn du Blumenboots findest, du den Blumen eintreten kannst. Okay. Lass es einfach wachsen und trete direkt. Okay, ja, probieren wir doch einfach mal. Wir dürfen das jetzt üben. Ach, Mann. Schauen wir mal hier hin. Oh. Boom! Hier haben wir einen Schlüssel. Genau. Jetzt können wir nämlich hier rein. Büro von Bürgermeister Zwiebel. Okay. Jetzt sollte der nächste Fußball eben mit Boomblumen spielen. Ja, das wäre bloß in Deutschland. Das wäre ein bisschen... How to do your taxes, William Storm. Lesen. Wir zerreißen das Buch einfach so. Also wir nehmen das gesamte Buch und zerreißen es so. Alter, was hat er für Arme? Er hat ja nicht mal Arme. Genau deswegen, okay, ja. Ja, okay, I see. Ja, wir haben ja einen Schlüssel, also gehen wir hin. Ich weiß nicht, wie ich hier durchkommen soll. Andererseits höre ich eine Menge Grunzen hinter dieser Tür, deshalb bemühe ich mich auch nicht allzu sehr. Meine Güte, dieser Ort ist eine Müllhalle. Ich verstehe, warum wir ein Rathaus brauchen, aber warum mussten wir uns diesen von widerlichen Tieren bevölkerten Ort aussuchen? Das weiß ich doch auch nicht, Mann. Sind eigentlich alles Fresser, ja, aber scheinbar essen sie sehr gerne Rüben.
So, jetzt ist frei. Okay, dann halt nicht. Was ist ein Doofkopf? Oh no. Das fand ich jetzt ein bisschen heftig. Okay, wir sollen echt Tiere killen. Okay. Das ist die Rache des Gemüses am Fleisch. Ganz einfach, Freunde. Da gibt's gar nichts anders zu erzählen jetzt hier. Ups, das ist ein Mini-Rätsel. Zack. Können wir noch irgendwas lesen? Nee, ne? Okay. Kann man auch einfach drum rumgehen. Die Schweine haben sich angehört. Haben sie eins zu eins wie die aus Minecraft angehört? Ja, habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet. Na endlich, ich wusste, dass sie einen Suchtrupp losschicken würden. Die Crew muss sich Sorgen gemacht haben. Keiner hat sich Sorgen um dich gemacht. Ich sitze seit 3 Tagen hier fest. Kein Essen, kein Wasser, keine Kaffeepause. Keine Kaffeepause? Danke, Abenteurer. Sei vorsichtig. In dieser Tür wartet ein sehr gefährliches Schwein. Ich habe einfach sehr gefährlich draus gemacht. Ich glaube, das dramatisiert das Ganze noch ein bisschen. Na gut. Schweinekönig. Okay. Ja, ich habe mich dabei selbst gesprengt. Das kann ich nämlich. Hola, die Waldfee. Ah, die sind schon gnädig. Kriegst eigentlich echt schon viel jetzt hier. Das ist aber auch der erste Boss, also daher. Jede Menge Bacon. Der auch noch davon rennt. Das sehe ich jetzt erst. Okay. Ah, eine Herzfrucht. Diese Frucht gibt dir ein weiteres Herz. Raffiniert. Schön. Ja, wir haben die Schädlinge bekämpft. Was bist du jetzt? Dünger. Lässt Dinge wie verrückt wachsen. Wofür braucht Bürgermeister Zwiebel denn? Es wird doch nicht ganz so vegan. Nee. Vegetarisch halt. Alles fleischlos. Wir sollen sämtliches fleischlos werden. Feldbericht 1. Es scheint, dass diejenigen, die Dünger zu sich nehmen, mysteriöse Eigenschaften wie schnelles Wachstum aufweisen. Okay. Das ist ja einfach gar keine Musik. Das ist auch ungewöhnlich. Peace. Psst, hier drüben. Bist du gerade beschäftigt? Ich brauche etwas Holz und ich kenne da einen Händler. Kannst du etwas holen? Geh in die Ablegerallee hinunter. Er sollte auf dem Pfad hinter den Sandwichladen zu finden sein. Danke, Kleiner, ich schulde dir was. Meine Güte, dieser Ort sieht verwirrend aus. Den Pilzen sei Dank hast du unsere Arbeit für uns erledigt. Nun, aber ich krieg dafür kein Geld. Danke! Ruhe und Frieden! Kleine Rübe, ist das dein Werk? Danke! Für deine Mühen ernenne ich dich zum Slay King 32! Krone, du wurdest zum Slay King 32 gekrönt. Jetzt haben wir eine Krone auf. Geil. Was bist du denn für eine coole Blaubeere? Hey Kumpel, holst du etwas für die Rübe ab? Na gut, hier. Aber denk dran, du hast mich nie gesehen. Holz! Was zum... Ist das illegal? Gute Frage! Das müsste doch sein. Danke, Kleiner. Ich weiß es zu schätzen. Hier, nimm diesen Schutzhelm. Ich habe jede Menge davon. Jetzt haben wir einen Helm auf! Ja! Schau, wie glücklich er ausschaut! Ja! Das ist trollig.
sieht so stupid aus. Ich lieb's. Vor allem, er bleibt halt immer noch hier, ne? Und warum bist du auch Shady? Hat deine Mutter dir nie gesagt, dass du dich nicht mit Fremden sprechen sollst? Dass du nicht mit Fremden sprechen sollst? Nee. Okay, schade. Und ich habe mir Zeit gelassen. Cran Cran. Hallo, Uwe. Uwe? Sorry. Hast du meine kleine Apfelkatzen... Was? Was? Hast du meine kleinen Apfelkatzen-Munchkins gesehen? Sie sind nicht so... Ich kann das nicht aussprechen. Genau genommen ist mein kleiner roter Munchkin weggelaufen. Es wäre fantastisch, wenn du sie wenn du ein wenig Ausschau nach ihm halten könntest. Mega Miau. Mikro Miau. Ich schau mich jetzt da hinten trotzdem nochmal schnell um. So, wir können nochmal mit dem da oben reden. Was bist du denn? Bist du eine Kartoffel? Croc. Was willst du, Kid? Hör zu, ich bin fast so weit, die Verfaulten auf diesem Friedhof auszurauben. Ich muss mich konzentrieren. Und du bist einer von der nervigen Sorte. Geh mir aus dem Augen, Kid. Okay. Keine Ahnung. Wow, was hab ich gewonnen? DLC-Hut. Ich hab einen Monat auf dieses Update gewartet und alles, was ich bekomme, ist dieser lausige Hut. Geil. Weil der ist halt auch noch... Ah, der geht mit. Das heißt, er kann auch gespiegelt sein. Ich bin ein großer Fan von der Kartoffel. Glaube ich. Ein bisschen verfault ist er auch, aber... Er macht sein Ding. Ich habe übrigens von dieser wackeligen Zitrone da oben habe ich die Gießkanne geklaut. Oh, hallo Junge, hast du mal die Gießkanne gesehen? Ja, ich habe die, aber egal. So, Bürgermeister Zwiebel. Ich bin froh, dass die Tiere fort sind. Dieser Dünger wird sich auch als nützlich erweisen. Alles klar, deine nächste Aufgabe als mein Assistent ist es, mir einen vierzackigen Speer zu besorgen. Früher war das auch als Gabel bekannt. Assistenten stellen keine Fragen. Man erzählt sich, dass es in der verlassenen Farm eine gibt, die soll sich wohl südlich von hier liegen. Ich habe Horrorgeschichten von einem Haufen schlimmer Süßigkeiten an diesem Ort gehört. Du bist nicht in der Position, dich zu beschweren. Geh und hol mir meine Gabel! Okay. Ah, ja, ja. Ah, das Räumungskommando ist weg. Schön. Holprige Hügel. Da ist ein Wurf. Ist das eine Schulklasse oder was? Wir lernen gerade neue Tänze und posten sie auf Flipflop. Ey, ich schwöre, ich habe das Spiel vor keine Ahnung wie lang gespielt und da war schon TikTok irgendwie wichtig. Na gut, manchmal mache ich sogar Karaoke. Hallo, die süße Wassermelone. Frau W. Hallo, ich bin ein Lehrer. Wow, es war wirklich geraten, ne? Aus einem nahegelegenen Beet. Schön, dich kennenzulernen. Ich würde gerne einen Moment mit dir plaudern, aber meine Klasse wartet auf mich. Wir sind gerade auf einer Exkursion. Es ist ziemlich cool hier und ich möchte, dass die Kinder sich später diese interessante Höhle dort anschauen. Okay. Hayley, okay. Ich bin aus Versehen an Hollys Handy gestoßen, als wir die Aufnahmen für Flipflop gemacht haben und jetzt ist es die Klippe hinuntergefallen. Ups! Ah ja. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Ich habe mein Handy die Klippe runterfallen lassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Spring doch selber runter. Alle Mandarinenhunde werden aufhören zu existieren, wenn das Spiel gewonnen ist. Was auch immer das heißt. Wuff. Uff, wuff. Okay. Wie geht's dir, Abenteurer? Mir geht es auch ziemlich gut, wenn du mich fragst. Okay.
Ich bin einfach nur hier und beobachte die hübschen Schnecken. Du musst wissen, ich bin der lokale Schneckenbeobachter. Dies ist hier eine vom Aussterben bedrohte Art und ich habe sie alle umgebracht. Wir Gemüse und Früchte müssen dafür sorgen, dass wir ihr Ökosystem nicht zerstören. Wir sollten friedlich koexistieren. Nein. Oh, ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass da eine Reaktion drauf kommt, aber okay. Dann killen wir mal alle. Sind das alle gewesen? Ich glaube, es sind alle gewesen. Er sagt einfach nichts weiter dazu. Okay, ich habe gedacht, da kommt noch was. Willkommen im Kartenbeet, Neuling. Ja, wir wohnen hier ziemlich weit weg von der Stadt. Es ist beängstigend, da drüben was darüber zu gehen, deshalb relaxen wir hier einfach. Wir wiegen uns hin und her, wie man das halt so macht. Okay. Hast du dieses seltsame orangene Ding gesehen? Ja, dieses kleine orangefarbene Ding, das hier vorbeikam. Es sah uns irgendwie ähnlich, aber war wirklich klein. Komisch, oder? Keine Sorge! Hier bist du sicher. Es gab dieses seltsame Ding, das hier vorbeikam, aber ich habe mich darum gekümmert. Was meinst du mit wie? Ich habe es in den Müll geworfen. Sass. Ich wette, die Aussicht von dieser Veranda wäre fantastisch. Schade, dass die Treppe kaputt ist. Vielleicht könnten wir uns mit einem Hocker dort hinaufgelangen. Das ist ein Stichwort und weil ich sonst vergesse, hole ich jetzt erst diesen Hocker. Hallo! Ach Mist. Verlorenes Karottenbaby. Ich wusste es wirklich nicht mehr. Das ist dein Ding. Holy shit, was bist denn du? Kaiuin. Kakioin? Rero. Okay. Den lassen wir mal einfach so, wie er ist. Gefällt dir meine speziell platzierte Kistensammlung? Der Giga-Chat, ja. Die ist auf keinen Fall hier, um dich in diesem Level zu halten oder so. Das wäre ja verrückt. Zack. Du hast sie gefunden. Vielen Dank, nimm meinen Hocker. Das ist buchstäblich das Einzige, was ich besitze. Sag mal, kann sie nicht... Was? Diesmal kann sie nicht hinkommen, weil wenn sie auf meinem Kopf sitzt. Kann zum Besteigen von Verandas verwendet werden. Ich glaube, diese neue Methode des Babysittens funktioniert. Okay. Freue ich mich für dich, wenn das so klappt. So. Sagst du mir irgendwas? Das ist ein niedlicher Hocker, den du da hast. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich schreckliche Höhenangst habe, also geh ruhig vor. Feel you, aber so hoch ist es jetzt nicht. Verlassene Farm. Okay. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen zusammenreißen. Oh no. Süßigkeiten! Geht mir weg, ihr macht mir Karies. Oh lol. Okay. Was bist du? Gesichtsmaske halte, 2 Meter Abstand. Ja, das war zu Corona-Zeiten, stimmt. 2020 wahrscheinlich und sowas. Oder 21. Ja, ich kann es immer nicht. Tagebucheintrag. Heute war ich bei Mats Baseballspiel. Es war seltsam, alle Masken trugen und wir weit weg von den anderen Familien saßen. Matt hat aber eine Menge Homeruns erzielt. Wisst ihr Bescheid, Leute? Das war eine andere Zeit. Hä? So funktioniert das nicht. Vielleicht können wir das noch nicht schieben. Na gut. Gehen wir erstmal da lang.
Alles klar. Die Musik ist echt chillig. Oh, das habe ich gefunden. Ein Pflaster, ein medizinischer Klebestreifen. Ja, nun. Huch. Oh, sondern hier noch eine Toilette. Okay, ich dachte, das wäre ein Teil zum Zerstören. Ich wollte nur mal gegenchecken. Dann halt nicht. Oh, lol. What's your goddamn problem? Okay. Ich sage jetzt nicht, dass ich verwirrt bin, weil das wäre ja offensichtlich. Klirrender Kühlschrank. Depp. Immer langsam mit den jungen Pferden, Partner. Hast du wie wirklich gerade unsere Befestigung zerstört? Nun, dann bist du besser bereit, einen Teil der Kosten zu übernehmen. Geh rüber zum Missionsbrett. Einige Leute haben Arbeit, die erledigt werden muss. Schau nicht so betretend rein. Das ist das Mindeste, was du tun kannst. Nimm diesen Schlüssel. Du solltest ihn benutzen können, um das Farmhaus weiter zu erkunden und etwas Arbeit zu erledigen. Sei nur vorsichtig. Die Fäulnis breitet sich aus. Wenn du uns einen Gefallen tun willst, könntest du den Generator anwerfen. Das ist ein sehr entspanntes... Oh, no. Du, gern. Mir ist gerade eingefallen, dass ich eine Waffe habe. Medizin! Sie haben den Deckel kindersicher gemacht. Wunderschön. Das war einfach nur ein Schlüssel für eine Tür. Wieso ist der kaputt gegangen? Missionsbrett. Vorräte benötigt. Globale Erwärmung. Okay, ja, vermisstes Kind. Wir brauchen... Moment. Vorräte benötigt. Also ein Pflaster, eine Gesichtsmaske und eben Medizin haben wir. Wir brauchen Sanitätsartikel. Gab berichtet, dass wir welche im Haus gesichtet wurden. Geh los und hole sie. Sprich mit Schwester Beere. Globale Erwärmung. Unser Camp wird wärmer. Wir glauben, das liegt daran, dass die Generatoren ausgefallen sind. Hilfe! Sprich mit Campleiterin Depp. Vermisstes Kind. Rund, rot, schwarze Seele. Sehenlose Augen. Sagt ständig Hilfe. Sprich mit Kali der Kirsche. Okay. Ah, noch eine Kartoffel. Hallo Söhnchen. Klos, sein Name. Ich dachte erst, dass der Neuling mein Sohn sein könnte, aber ein neues Gesicht ist definitiv ein erfreulicher Anblick. Ich glaube nicht, dass ich diesen Kühlschrank je verlassen kann, aber ich hoffe eines Tages, meinen Sohn wiederzusehen. Ich wollte ihn nicht erstechen, ich wollte ihn... Die haben Klasse, ja, das stimmt. Yo, yo. Funke, Unke, Halunke, yo, DJ Funke, oh Gott. Fühlt ihr's? Applaus für DJ Funke! Tagebucheintrag. Ich habe einen geheimen Vorrat an Brownies im Kühlschrank versteckt. So. Matt isst sie ständig auf und das ist der einzige Ort, an dem er sie nicht findet, lol. Es waren nur 2 Sekunden. Ich habe mich für 2 Sekunden umgedreht und meine kleine Schwester ist weggelaufen. Ich soll doch die Erwachsene sein, nachdem unsere Eltern der Fäulnis erlegen sind. Ich habe mich um unsere Familie gekümmert. Und jetzt ist meine kleine Schwester vor Ort. Warte, du willst mir helfen? Vielen Dank, bitte beeil dich. Ich habe gehört, die Cupcake-Monster laben sich gerne in Kirschen. Okay. Ich wünschte, ich könnte diesen lahmen Kühlschrank verlassen. Hier gibt's nichts zu tun. Früher habe ich Spiele auf meinem Laptop gespielt, aber der konnte der Kälte nicht standhalten. Aber das ist okay. Ich habe noch ein altes Schachbrett. Mein altes Schachbrett. Ich habe ein paar Eisbrocken zurechtgeschnitzt, falls du mal spielen willst. Alright. Kann man das spielen? Okay, nee. Ah! Mein Ritter ohne Furcht und Tadel. Oh, vielen Dank, Liebes. Hier, ein Schlüsselschätzchen. Liebes, komm vorbei. Was? Komm wieder bei mir vorbei, wenn du eine Heilung brauchst. Ein Kuss mit Bärengeschmack sollte dich sofort heilen.
Was ist da gerade passiert? Gaga. Gugu. Sei gegrüßt. Verständlicherweise seid ihr verblüfft angesichts meiner eloquenten Redensart. Sorgt euch nicht, die anderen sind lediglich imbezil. Ich wünschte, diesen lang vergessenen Kühlschrank zu übernehmen und sei es das Letzte, was ich tue. Betrüblicherweise brauche ich jedoch Beine. Vielleicht auch Arme. Ich würde ihn wählen. Oh. Psst, du da. Ja, du, Rübenkopf. Keine Sorge, ich kann auch Waffen halten, ohne Hände zu haben. Daher weiß ich, dass Mafia-Blut durch deine Adern fließt. Hey, bist du mit Don Ruberto verwandt? Wenn ja, dann hast du Glück, dass ich in diesem Glas bin, sonst würdest du nämlich jetzt die Radieschen von unten sehen. Die Mafioso-Familie beschloss, unser Revier zu verletzen. Für wen halten die sich? Halten ihre Versammlungen in diesem blöden Gewächshaus ab? Die sind badass, ja. Gewürzgurken und sie sind badass, ja. Können die reden? Oh je. Ich wünschte, ich könnte im Haupteingang bewachen. Alles Spannende scheint dort zu passieren. Gerade hat jemand die Tür durchbrochen. Das ist so cool. Vielleicht bin ich als Wächter einfach nicht gut genug. Das erklärt, warum ich im Gefängnis stationiert bin. Ich glaube, ich bin eine gute Wache. Ich wünschte, sie würden mir eine Chance geben. Das war unglaublich. Du musst so eine Art Superrüber sein, um unsere Verteidigung durchzubrechen. Ah. Kriege ich ein Autogramm? Achtung! Auf den Boden und für 20. Was? Und 20 für deine Verbrechen. Es dauert 2 Jahre, diese Tür zu befestigen, Gattet. Wie konnte ein Neuling wie du sie einfach sprengen? Sorry. Ah, der schon wieder. Geh einfach weg. Ja. Ich warte mal kurz, bis dieses Geschoss da oben keine Geschosse mehr hat. Scheiße. Aua. Au. Double Kill. Sowas? Nö. Was bist du? Schubhandschuhe. Benutz sie, um Schubmelonen zu bewegen. Warte, hast du Hände? Ja, das hat mich auch gerade gefragt. Tagebucheintrag. Mama hat mir heute auf dem Flohmarkt neue Fäustlinge gekauft, um sie wie von Wassermelonen... wie Scheiben von Wassermelonen aussehen. Okay, jetzt hat... Hilfe, ich kann nicht lesen, Leute. Das ist schwierig. Scripts hätten sie ja auch sparen können. Ja, schon ein bisschen, ne? Die meinten das mal wieder etwas zu gut. Tschüss. Ich muss nicht nochmal gegen euch kämpfen. Leave me alone, bitch. So, Moment. Aha. Nice. Au. Verlorenes Kirschbaby. Kali sucht nach dir. Dieses verdammte Rülpsen. Tagebucheintrag. Oh mein Gott, Zack Green. Was? Doch, Green. Hat meinen Gigasort-Poster signiert. Ich werde sterben. Oh mein Gott. Ich lasse das euch wieder kurz lesen, wenn ihr das auf Englisch lesen wollt. Ich habe kein Problem im Übrigen mit Englisch. Also für die Leute, die das on demand schauen. Ich möchte das nur möglichst zugänglich für alle machen. Ach, shit. Ich habe vergessen, auf Lesen zu drücken. Scheiße. Ja, ihr wisst Bescheid. Stark! Möglichst zugänglich für alle.
Das bin ich. Den Pilzen sei Dank, meiner kleinen Schwester geht's gut. Danke, dass du sie zurückgebracht hast. Hier ist ein Schlüssel für deine Mühen. Diesmal gehe ich erst runter auf Lesen und lass es jetzt diesmal euch hier mal durchlesen in Ruhe. Und dann würde ich sagen, drücken wir mal auf Lesen. Telegramm von der Armee. Hat nichts mit der Telegrammgruppe zu tun. Alan C. President. Williston Straße 5876. Familie Rixby. Wir bedauern zutiefst, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Hauptmann Matthew Rixby seit dem 15. Juli 2020 als vermisst gilt. Sobald unser Büro weitere Informationen erhält, werden wir Sie unverzüglich über den Verbleib von Hauptmann Matthew Rixby unterrichten. Mit freundlichen Grüßen, Alan C., Präsident der Vereinigten Staaten. Okay. Verfaulte Apfelkatze. Bitte? What are you? Holy shit. Oh no. Oh Gott. Ich hab Iframes. Oh, das klingt ekelhaft. Oha, die hat einen Wurm. Ja. Ah, au, ah, ah, Alter, das ist eine Wombo-Kombo. So. Ah! Was willst du von mir? Oh no, I'm dead. Toast auf den Kuchen. Oh no. So. Au. Ich mache echt nicht viel Damage, ne? Da muss ich. Da muss ich echt aufpassen. Okay, das kann mich auch schützen. I see. Schade. Au. Oh no. Wie bin ich da ausgewählt? Nee. Oh, Alter. Scheiße. Nein. Wieso ist das so spannend? Das ist der zweite Boss. Au. Das Ding kann Viertel Damage machen. Ich bring mich damit selber um. Boah, Alter, die hat mich jetzt fast gekillt.
Holy smokes! Viel zu spannend. Viel zu unnötig spannend. Stirb. Dankeschön. Das war überraschend anstrengend. Ich war aber auch überraschend schlecht. Ah, da ist diese Katze, die wahrscheinlich hier Dingens gesucht hat. So, nur ganz kurz eine kleine. Nämlich auch manchmal eine Naschkatze. Große Maschine. Macht brr, lol. Okay. Sprühfarbe. Zum Sprühen. Ja, GG, ne? Damit haben wir Strom. Nice, easy clap. Ja, ganz easy war es jetzt auch nicht, aber war ja first try, ne? Sind wir uns einig. Ah, hallo. Hallo, deine Rübe. Es war schön, diesen Ort zu studieren, aber ich werde meine Notizen bald mit in mein Forschungslabor nehmen. Ganz nebenbei hast du die Gewürzgänge im klirrenden Kühlschrank gesehen? Das ist eine berüchtigte Bande in dieser Gegend. Ich bin überrascht, dass sie noch niemanden gefunden haben, der ihnen beim Ausbruch hilft. Bitte hilf ihnen nicht, kleine Rübe. Was bist du denn? Was zum Teufel hast du gerade über mich gesagt, du kleine Rübe? Hab ich gehört? Du solltest wissen, dass ich der Klassenbeste bei den Nudelrobben war. Mich an zahlreichen geheimen Razzien in der Scheune beteiligt habe und über 300 bestätigte Kills vorweisen kann. Ich bin der Gorilla-Kriegsführung ausgebildet und ich bin der beste Scharfschütze der gesamten Nudelarmee. Und du bist nicht mehr als ein weiteres Ziel für mich. Ich werde dich mit einer so irren Präzision auslöschen, wie man sie noch nie zuvor auf dieser Erde gesehen hat. Merk dir meine Worte! Du glaubst, du kommst damit durch, so eine Mist über mich zu verbreiten? Denk nochmal nach, Rübe. Während wir hier sprechen, kontaktiere ich mein geheimes Spionagenetzwerk auf dem ganzen Ackerland und deine Blätter werden diesen Moment aufgespürt. Du bereitest dich besser auf den Sturm vor, Made. Auf den Sturm, der das erbärmliche kleine Ding, das du Leben nennst, auslöscht. Du bist tot, Kid. Ich kann jederzeit überall sein und dich auf über 700 verschiedenen Arten töten. Und das nur mit meinen bloßen Händen. Ich bin nicht nur umfassend im unbewaffneten Kampf ausgebildet, ich habe auch Zugang zum gesamten Arsenal des Nudelkorps und ich werde es in vollem Umfang nutzen, um deinen elenden Hintern vom Angesicht der Erde zu tilgen. Du kleiner Nichtsnutz. Wenn du geahnt hättest, welch unheilige Vergeltung dein cleverer Kommentar über dich bringen würde, hättest du vielleicht einen vorlauten Mund gehalten. Aber das konntest du nicht und du hast nicht und wirst jetzt den Preis dafür zahlen, du verdammter Narr. Ich werde Wut auf dich herabregnen lassen und du wirst in ihr ertrinken. Du bist sowas von tot, Kleiner. Durchschnittlicher Overwatch-Spieler. Nur gesagt, was ist denn das für einer? Ich hab doch nicht gleich geahnt, dass er mich und meine Familie umbringen will. Da ist ein Geist. Schauen wir mal. Okay. Folgen wir mal. Ist hier jetzt noch irgendwas? Ich weiß nicht, ob ich nochmal mit dem reden möchte. Verflixt und zugenäht, du hast den Generator gestartet. Nun, dann kann ich dir nicht mehr böse sein. Das ist zwar nicht viel, aber das ist alles, was wir haben. Der vierzackige Speer. Leider muss ich ihn Zwiebel geben. Du kannst jetzt jederzeit gehen, Partner. Wir wissen, deine Hilfe zu schätzen, aber wir sind Außenseiter gegenüber freundlich gesinnt. Geh in Frieden. Psst, Rübenkopf. Ich habe gehört, dass du für die Leute hier in der Gegend Aufträge erfüllst. Würdest du dir das ausmachen, einem alten Familienfreund zu helfen? Ich und die Jungs versuchen hier auszubrechen und du musst mir etwas besorgen, womit ich dieses Glas aufbrechen kann. Vielleicht eine Art Hammer? Ich
kenne jemanden auf dem Pfad drüben in der Ablegerallee finden kannst. Zwielichtiger Typ. Nicht zu verfehlen. Wenn du das für mich tust, werde ich unsere Familiengeschichten als Schnee von gestern betrachten. Aber vielleicht können wir das gleich. Ich gebe das gleich schon mal die Gabel ab. Justice vor Gewürzgurken. We will see. Dieser vierzackige Speer wird sich als nützlich erweisen. Alles läuft nach Plan. Wie auch immer, Annie hat mir von diesem Glibber mit seltsamen Eigenschaften im vergessenen Forest erzählt. Ich will ihn haben. Nein, du kannst ihn nicht essen. Geh und hol etwas von diesem Glibber. Ist mir egal, was du tun musst, um ihn zu bekommen. So, ich habe da so eine Idee, wo wir diesen zwielichten Typen finden können. Du hast die Gewürzgurken-Gang beim... Du hast der Gewürzgurken-Gang beim Ausbruch geholfen? Verdammt, du scheinst wirklich ein bisschen jung dafür zu sein, aber hey, ich mache hier die Regeln nicht. Schieb das einfach durch den Deckel in ihr Glas und den Rest schafft sie alleine. Achso, Moment, der kann ich doch gleich die Katze geben. Heilige Pilze, das ist mein kleiner Apfelmatschkin! Ich habe dieses Ding namens Manga im Wald gefunden und versucht, den Kunststil nachzuahmen. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich mag alt sein, aber ich kann immer noch ein paar verdammt niedliche Figuren zeichnen. Lol, okay, damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Oh, wir müssen das zerreißen. Oh, nö. Aber das ist ja schön. Turn up, Chan. Gesetzestreuer Bürger. Ja, gut, das sind wir ja nicht. Naja, tschüss. Du mochtest mein Bild nicht? Stopp. Er spricht! Lol. Okay. Danke, Rübenkopf, wir schulden dir was. Hier, probier das mal an. Dein Vater hat früher immer eins getragen. Jeder gute Mafiosi muss sich auch entsprechend gut aussehen. Yeah! Geil. So, dann holen wir jetzt noch das Handy. Geh weg. Oh, geh schon wieder. Hallo, kleine Rübe. Willkommen im vergessenen Forest, oder wie ich ihn nenne, zu Hause. Es kommen nicht viele Leute her, aber ich studiere diesen Ort schon so lange ich denken kann. Ich habe einige seltsame Dinge in diesem Forest gesehen. Es mag gefährlich sein, aber es gibt immer eine Menge Hinweise darauf, wie wir entstanden sind. Triff mich vorne bei der Forschungseinrichtung. Ich kann dir helfen, den Glibber des Bürgermeisters Zwiebel zu besorgen. Für Bürgermeister Zwiebel zu besorgen. Oh lol, du bist böse. Zum Glück schaut Alex nicht zu, sonst hätte ich ein Problem. Aber warum sind die... Mögen Hasen Rüben? Ich meine, eigentlich müsste ich das wissen, aber... Ah, das ist giftig. Ist das hier die Forschungseinrichtung? What the what? Wanted. Gesucht wegen Steuerhinterziehung, Bagatelldiebstahls, unsittlicher Entblößung, Belästigung, Mord, Ordnungswidrigkeit, ordnungswidrigen Verhalten, Hausfriedensbruch, Zerstören von Eigentum und so weiter. Kleine Rübe, $2 Belohnung. Vorsicht, er ist bewaffnet und gefährlich. Ja, hat er recht. Ich renne grundsätzlich nackt rum. Immer. Aber nur, wenn ich draußen bin. Hallo, kleine Rübe. Willkommen in meiner Forschungseinrichtung. Ich habe den Forest in der Gegend studiert und versucht, mehr über unsere Vergangenheit herauszufinden. Es ist kaum etwas darüber bekannt, woher wir kommen. Es ist verrückt. Aber das ist großartig. Erst finanziert Bürgermeister Zwiebel meine Forschung und jetzt schickt er einen neuen Assistenten. Du musst etwas Forschungsgeld für mich betreiben. Über etwas Forschung für mich betreiben, nicht Forschungsgelder. Kannst du von hier aus nach Norden gehen? Es gibt dort ein Wandgemälde, das ich versucht habe zu erreichen, aber ich weiß nicht, wie ich an diesen Zaun vorbeikomme. Ich mag ein Forscher sein, aber ich mache nicht gern die Hände schmutzig. Okay. Wenn du es dorthin schaffst, kannst du es mir abkritzeln? Bestimmt. Mir fällt gerade noch was ein. Und zwar haben wir Farbspray bekommen. Geh weg.
Und ich möchte das kurz usen. Moment. Ich möchte erstmal hier hoch, weil vielleicht ist da nämlich dann das Handy. Aha. Smart. Ich habe das Passwort geändert. LOL. Was ein Arschloch. Ich liebe ihn. Was ein Arsch, Alter. Das habe ich so gefunden. Aber ich krieg mein Handy nicht mehr entsperrt. Ich war's nicht. Der ist böse, ja. Hallo. Heiliger Pilz, du hast mein Handy. Du bist offensichtlich für die... Was? Dadurch offensichtlich für die Internet interessiert, kannst du diese Petition unterschreiben, um Bürgermeister Zwiebel daran zu hindern, Flipflop zu verbieten? Es ist meine Lieblings-App, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich sie auf mein Telefon bekomme. Bitte? Petition. Oh. Rette Flipflop. Bürgermeister Zwiebel versucht, die Flipflop-App zu verbieten. Er sagt, es habe etwas mit den Steuern zu tun. Unterschreibt die Petition, um Flipflop zu retten. Haben schon einige, sogar SlayQueen32 hat unterschrieben, Leute. Ich finde einfach geil, das Strawberry. Und jeder weiß genau, wer damit gemeint ist. Ja, wir haben die Petition unterschrieben. Moment, hast du mein Passwort geändert? Was ein Arsch! Ich liebe es. Ich liebe alles daran. Ist schön. Oh no, nein, scheiße. Wer hat dich informiert? Alex, wer hat dich informiert? Das war keine Absicht. So, was soll das? Was denkst du dir eigentlich, wer du bist, ist, um andere Kleintiere zu slayen? Wenn du eines Tages in toten Augenblick bist, soll dieser Hase noch kurz vorbeischauen, okay? Gut, danke. Die Rübe ist süß, by the way. ja. Danke, Kungel. Nimm das, komm später wieder, wenn du meine Arbeit sehen willst. Ich muss erstmal einfühlen. Juhu, wir haben eine Erzfrucht bekommen. Okay. Der tut jetzt nämlich vandalisieren. Nochmals vielen Dank, Kumpel. Okay. Ja, die wollen mich töten, okay? Das ist alles nur Notwehr. Ich wollte erst sogar auf den ganz, ganz normal zugehen, weil ich gedacht habe so, ach, ist das süß? Und dann auf einmal greift er mich an. Da kann man nicht machen. Wer mich informiert hat, das war so eine Vision von, ich wusste, dass sowas kommt eines Tages. Und vor allem von dir. Hey, Moment. Ich habe große Zweifel daran. Sehr große Zweifel. Schau jetzt bitte weg. Oh no. Das war so ein Hasenradar. Nun. Oh no. Bitte geh weg. Da, ich lasse ihn sogar am Leben. Ich konnte ihn ausweichen, okay? Die kommen eh immer wieder. Spielertipp, wusstest du, dass man durch Zäune gießen kann? Ah, jetzt bist du ein Pro-Gamer. Alrighty. Ah, es gibt, oh Gott. Ja, Alter, was kämmst du das Portal ab, du Bastard? Mann! Das ist scheiße. Ich muss gegen die kämpfen. Ich kann auch nichts machen. Die wollen mich töten. Ich lass mich nicht töten von denen. Das ist alles Notwehr. Big Brain Move. So, weg. Warum sollte ich... Egal. Ah! Schön. Jetzt sag einmal, was soll das, du Wabberla? okay. Was ist denn deine Mission hier? Aua!
wollte gerade sagen, der hat ganz schön viel Leben, ey, der Typ. Wir haben da jetzt nicht platt gemacht, aber da wird uns schon nichts passieren. Ich sehe es wie brutal im Haus. Ey, Moment! Interagieren. Wandkritzelei. Jemand hat einen Pilzriesen gemalt. So schön. Au, oh, ein Pilzriesen gemalt. Moment, da muss ich kurz aus dem Weg gehen. Beziehungsweise machen wir es mal anders. So kann ich ja, ich kann ja auch rausgehen. Stimmt, habe ich vergessen, dass ich das kann. Ja, ihr wisst Bescheid, ne? Das sieht doch interessant aus. Und einladend. Und ich bin schon wieder zu groß, aber ja, das kriegen wir schon. Ja, was könnte das sein? Das ist bestimmt alles sehr einladend. Ach, deswegen haben sie das nochmal hin. Och, jetzt muss ich die echt nochmal alle killen. Oh no. Nee, ich weiche ihn aus. Oh no. So. Da, ich hab mir Mühe gegeben, ja? So. Du hast es. Großartige Arbeit, mein vertrauenswürdiger Feldforschungsassistent. Das ist ein sehr kompliziertes Wort. Ehrlich, das Game ist nicht in seiner Altersklasse. Es sollte eine Therapie einlegen. Das ist so ein brutales Game. Schlimm, schlimm. Die ältere Generation heutzutage. Ja, tut mir leid. Das ist faszinierend. Ich kenne die Legenden von Pilzriesen. Das gelang mir erst nach Hokus Pokus. Jetzt fällt ein bisschen Groschen bei mir. Das klang mir erst nach Hokus Pokus, aber es scheint, dass sie schon seit langer Zeit ein Teil unserer Geschichte sind. Ich brauche jedoch noch mehr Informationen, bevor ich voreilige Schlüsse ziehe. Und genau da kommst du ins Spiel. Nimm diesen Schlüssel, geh nach Süden. Ich habe gehört, dass es dort unten noch ein altes Rübenbeet gibt. Das ich noch nicht finden konnte. Schau mal, was du von den Einheimischen dort in Erfahrung bringen kannst, falls du es dort findest. Nun! Ich könnte natürlich auch... Hier, okay, nee, kann ich nicht. Ich muss nach Süden. Sehr schön. War das so geplant? Ich habe keine Ahnung. Also sind die Pilze doch heilig. Bin gespannt, wann wir unseren ersten Pilz treffen. Ja. Irgendwie sowas. Aua. Ach, die werden langsamer. Okay, I see. Ah, okay. Och, nicht schon wieder. Geht doch weg. Aua. Ist nichts passiert. Rübenbeet. Okay. Was bist du? Rübe! Wo ist das Gesicht? Warum bewegt es sich nicht? Weiß ich nicht. Ah, damit ich jetzt nicht hier rübergehen kann, das Ding anzünden kann, dann... Okay, I see. That's the reason. Ich bin gespannt, wann wir uns den ersten Pilz treffen. Ja, das, Ich bin vor allem gespannt, ob ich noch Heilung kriege. Oh, shit! Bist du aber ein großer Boy. Don't mind me. Ah, schön. Ich war mir gerade nicht sicher, ob es da Heilung gibt. Ne, das wird gerade auch wieder nur... Keine Ahnung. Bitte gehen Sie. Yikes. In deinem Popo. Oh no.
I-framed y'all. Tschüss. Der hat halt einfach diese Tür, das Türgeräusch verwendet. Was zum Teufel war das bitte? Was ist das für ein Game, Mann? Ich hab schon mal gespielt, aber es ist ewig her. Eingetopftes Blütenportal. Ah, nutze es, um ein Blütenportal zu erzeugen. Das finde ich interessant. Mir ist nicht jeder Pilz heilig. Ganz, ganz miese, ja, das stimmt. Oh, ja, gut. I guess. Bitte geh weg. Da, es hat niemand gesehen, es war versteckt. So, so. Da erledigt, easy. Muss ich schon drei Sachen machen. Der Fußpilz meines Vaters sagt was anderes. Oh no. Da will ich lieber mir keine Gedanken drüber machen. Ach so, das ist nur wieder der Weg zurück zum Anfang. Ja, moin. Ah, okay, I see. Mal schauen. Okay, dann sprechen wir nochmal mit ihr. Oh, Pilz, ich verstehe das nicht. Es ist wie du, aber ohne Bewusstsein. Es tut mir so leid, kleine Rübe. Diese Abenteurer wurden etwas morbider, als ich erwartete. Wir müssen diese Sache wirklich auf den Grund gehen. Wir müssen sehen, wie sich das alles zusammenfügt. Hier ist mein letzter Schlüssel. Nimm ihn und geh nach Westen. Mein Gefühl sagt, dass wir dort unsere Antwort finden werden. I don't know. So machen wir das. Der Pilz von Tante Emma oder Maria auch. Wieso weißt du das? Das frage ich mich gerade. Kann man mit dir reden? Was bin ich? Ich glaube, ich bin hingefallen. Ich bin aus diesem Glibber herausgekrochen, aber mehr weiß ich nicht. Die Eiche sieht ungesund aus. Ja, die sehen alle ungesund aus. Nudel! Ja. Der ist jetzt seit Geschichte. Das ist auch gut so, weil der war alt. Mein Kopf tut weh. Die Gesichtsausdrücke, ey. Da sieht eine Menge Lärm hinter mir. Vor allem diesen komischen Glibber will ja der Hausmeister Rübe haben, ne? Ob das so gesund ist? Bitte? Hirsch. Oh no. Oh Gott, das wird wild. Aua. Shit, das geht ewig. Ah. Oh, diese verdammten Hasen. Au. Ah. Atomkraft, nein, danke. Ja. Das ist true. Oh, bitte gehen Sie weg. Dein Kopf besteht aus Glibber, Alex. Der Schärfe dringt überall durch. Ich lese das gleich. Moment. So. Schärfe dringt überall durch. Oh ja, mein Kopf tut weh. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich braucht er den Glibber zum Abkühlen, hast du recht. Friss es nochmal. Okay, das ist ein Problem. Diese ganzen Hasen sind leider ein Problem.
Bomben! Haut den Schurken auf die Gurken! Nein! Doch! Oh! Diese Frucht gibt dir ein weiteres Herz. Raffiniert. Ja, der Text bleibt gleich. Ja gut, da haben wir unseren Salat. Grüner Glibber! Mit Gesichtsausdruck. Damit ihr den auch seht. Grüner Glibber, ich fühle mich komisch, wenn ich den anfasse. Wofür braucht Bürgermeister Zwiebel den? Sehr gute Frage. Wir leuchten auch ein bisschen grünlich. Ob das so gut ist? Ah, die Eicheln sind weg. Da ist immer noch eine Eichel da oben, aber okay. Wow, kleine Rübe, du leuchtest. Nicht auf die schöne Art, eher auf besorgniserregende. Alles um dich herum scheint zum Leben zu erwachen. Und der Glibber hat ein Gesicht? Er ist ein Gemüse oder ein Tier? Er sieht nach keinem von beiden aus. Der Bürgermeister will alle Steuerhinterzieher verstrahlen? Glaube ich nicht, sonst verdient er ja kein Geld mehr. Das wäre ja. Wie bitte, du bist auf eine Gruppe sprechender Eicheln gestoßen? Ich dachte, die Eicheln wären nur Baumsamen. Der Glibber, die Rübe, die Pilzriesen. Vielleicht ist das der Schlüssel zu unserer Evolution. Vielleicht haben die Pilzriesen diesen Glibber gemacht, um uns das Leben zu schenken. Ich muss für den Bürgermeister Zwiebel einen Bericht über unsere Erkenntnisse erstellen. Das sind bahnbrechende Informationen. Danke für deine Hilfe, kleine Rübe. Ich möchte, dass du das hier bekommst. Du bist jetzt ein richtiger Feldforscher. Damit sind wir keine... wie heißen sie? Wir sind keine Mafiosi mehr. Wir könnten zwar wechseln, aber... Why should we? Sprechen wir mal mit ihm hier. Ich brauche Immobilien! Ich habe Blatt. Bitte besorg mir Immobilien, Rübe. Ein Zahlungsmittel für Immobilien? Baum. Ich frage mich, ob Baum Cousin. Es kommt darauf an. Manche könnten ein Cousin sein. Geben wir doch mal dem Glibber hier weiter. Jetzt fügt sich alles zusammen, nur damit du Bescheid weißt. Glühen wird nicht von der Krankenkasse übernommen. Aber es ist seltsam, es fühlt sich an, als würdest du Leben um dich herum schaffen. Als nächstes brauchen wir noch ein Gerät, das dein erbsengroßes Gehirn nicht begreifen kann. Es ist eine Maschine, die einen roten Laserstrahl schießt. So ein Hightech-Ding. Man nennt sie Laserpointer. Es gibt diese seltene Luke im Waffenwald. Ich habe das Gefühl, dass du dort einen finden kannst. Ich habe das FA dorthin geschickt, um die Lage zu untersuchen. Hoffentlich haben sie diese Dinger eine Lösung dafür gefunden, wie man hineinkommt. Ja, wir werden es erleben. Wir gehen nochmal, wir haben ja hier jemanden, der Immobilien kaufen will. Oha, du hast einen Kunden für mich gefunden? Sein ganzes Blatt besteht aus einem Blatt? Das kann man nicht gerade Währung nennen. Wow, die Wirtschaft ist wirklich eingebrochen, was? Wenn die nur wüsste. Hier, würdest du ihm das bitte mitnehmen? Ich kann ihm zumindest die Stelle verkaufen, auf der er steht. Immobilienbrief. Das ist im Wert eines Blattes. Danke, Rübe. Kannst du für mich lesen? Ich kann's nicht. You own a real estate. Du besitzt jetzt Immobilien. Außerdem sind jetzt Grundsteuern fällig. So liest man. Gut. Und jetzt runter von meinem Grundstück. Ich möchte mal ganz kurz hier reinschauen. Ah. Shit. Was? Gordon! Gordon! Was? Timothy! Timothy! Okay.
Gordon! Die Mauti! Okay. Wir nehmen auch das natürlich mit. Warum auch nicht? Min-Max. Also es sieht zwar so aus, ne, wie wenn ich hier wirklich alles genau wüsste, wo ich hier lang gehe und was ich zu tun habe und was zu erwarten ist. Ganz ehrlich, ich habe wirklich keinen Dunst. Ich bin wirklich raus. Also ich weiß zwar, was storytechnisch so ein bisschen passiert, also zumindest so, wenn es aufs Finale so hingeht, so ein bisschen, ne? Aber ansonsten bin ich echt raus, auch was die ganzen Figuren und so betrifft. Aber es wirkt manchmal so natürlich, wie wenn ich hier voll den Durchblick hätte. So, habt ihr irgendwas geschafft? Hallo, junge Rübe. Bunker fest verschlossen, habe versucht, ihn mit Muskelkraft zu öffnen, ohne Erfolg. Wir haben Krog vom freudlosen Friedhof angerufen. Vielleicht hat er ein Werkzeug. Auf Wiedersehen, Junge. Dann gehen wir halt zu Krog. Ne, die stand immer noch andersrum. Ich finde es aber gut, dass du weiterkommst. Wäre langweilig, wenn du nur rumirrst und kein Plan hast. Ja, das ist wohl richtig. Krog. Okay, Kid, was willst du von mir? Das FA hat angerufen und mir aufgetragen, der jungen Rübe zu helfen. Und ich nehme an, das bist du. Meine Schaufel, warum? Ich verdiene mein Ding, mein Lebensunterhalt mit diesem verflixten Ding. Schon gut, wenn sie dir so wichtig ist, aber dafür musst du arbeiten. Es gibt ein paar reiche Leute, die auf diesem Friedhof begraben sind. Hilf mir, sie zu finden und du bekommst meine Schaufel. Ich habe nie gesagt, dass ich meinen Lebensunterhalt mit einer hohen Moral verdiene. Wenn du dabei bist, lass uns gehen. Oh je, ich hatte vergessen, wie neblig das hier drin werden kann. Es wird schwer sein, da durchzukommen. Oh je, ich lasse dich einfach den Weg herausfinden. Heißt, wenn du diese Schaufel willst. Vielleicht sprichst du mal mit diesen albernen Kürbis. Gehe dorthin, wo die Bäume rotten. Sonst machen bei dir die Schotten. Dicht, also weißt schon, es ist ein Rätsel, okay? Ja gut. Wusstest du, dass es mit einem Erdschwert Gräber ausheben kannst? Warte, warum erzählen wir dir das? Ja, warum macht ihr das? Schick? Wie groß wir einfach sind. Geil. Wir müssen alle... So, und da, wo sie rotten, ne? Und die rotten eigentlich nur hier, wenn ich das richtig sehe. Das schaut gut aus. Kid, warum siehst du mich mit diesem verwirrten Blick an? In deinem albernen Gesicht an? Okay. Wenn zweifelsfrei einfach anfangen zu graben, glaubst du nicht, was alles mit diesen Idioten begraben ist. Dafür brauchst du meine Schaufel nicht, du hast ein funktionierendes Schwert. Ah, Bomben. Oh. Leute, man kann Geister töten. Köten kann man sie auch, aber... Aua. Aber ja. Boom. Müssen wir uns ja erst das Rätsel anschauen. Geil, Gräber plündern. Ich hoffe, du buddelst meine Lieblingsband nicht aus. Die Richtung, an die du am besten gehst, nun reimt sich auf besten. Hör zu. Mann, es ist schwer, sich gute Rätsel zu überlegen. Nicht ohne Seife waschen. Das ist seltsam. Überall, wo wir hingehen, gibt es einen dieser dumm aussehenden Kürbisse. Aber
aber ich sehe keinen. Ja, wahrscheinlich ist der hier irgendwo vergraben. Da ist er auch schon. Ich buddel hier einfach mal mehr aus, weil da kommen wahrscheinlich eh gleich jede Menge noch auf mich zu. Effizient. Effizient töten. Vor allem mit so einem scheiß Zylinder, Alter. Haben wir es ja. Hey Mom und Dad. Okay, das. Wow. Das ist Matt und Liz. Lesen. Hi Mama und Papa, ich weiß nicht, warum ich euch schreibe, wenn ihr 2 Meter unter der Erde seid. Ich wollte euch nur dafür danken, dass ihr mir das Ackerland hinterlassen habt. Das ist ein großartiger Ort, um Kinder großzuziehen. Aber mal ehrlich, hättet ihr nicht wenigstens die Schulden von eurem Ableben abbezahlen können? Die Steuern für die Farm sind wahnsinnig hoch und noch dazu scheint ihr eine 2. Hypothek aufgenommen zu haben. Wenigstens wohnt ihr jetzt mietfrei. PS, ich habe ein paar Fotos von den Kindern mitgebracht. Oh. Wird trotzdem zerrissen. Papier brauchen wir nicht aufheben. Wenn du nicht des Lebens müde bist, such die Wahrheit dort, wo es gelb ist. Komm schon, Kumpel. Das reimt sich fast. Ja gut, wo es gelb ist. Wo müssen wir hin? Ich gehe davon aus, ihr könnt es schon. Was zum Teufel graben wir überhaupt aus? Ich schwöre, wir haben nicht mal Knochen gefunden. Das ist true, ja. Wenn du recht haben magst, sieh zu, dass du wagst und nicht dumm fragst. Ich bin nicht gemein, das ist ein Rätsel. Feldbericht. In diesem Gebiet scheint es Überreste von humanen Wesen zu geben. Alles, was sie zurückgelassen haben, stellt unsere Technologie und Fähigkeiten in den Schatten und will, das will schon etwas heißen. Jawohl. Also ich gehe stark davon aus, dass wir hier lang müssen. Wenn du recht haben magst, sieh zu, dass du wagst und nicht dumm fragst. Das ist das Einzige, wo man hingehen kann und wo man was wagen muss. Oh Gott. Ich glaube, nur einer dieser Kürbisse ist vollkommen ehrlich und die anderen sehen so aus, als lügen sie. Und über die Richtung und darüber, wer ihrer Meinung nach lügt oder die Wahrheit sagt. Mein Kopf tut weh, finde es einfach heraus. Okay, das könnte eventuell kritisch enden. Wir graben erstmal. Effizientes Töten, Freunde. So. Bitte gehen Sie weg. Okay, jetzt könnten wir eventuell was reißen. Du solltest nach Westen gehen und der Kürbis zu meiner Rechten lügt. Du solltest nach Norden gehen und der Kürbis zu meiner Rechten lügt. Du solltest nach Osten gehen und der Kürbis unter mir sagt die Wahrheit. Du solltest nach Süden gehen und der Kürbis über mir sagt die Wahrheit. Du solltest nach Westen gehen und der Kürbis über mir lügt. Ja, das ist richtig. Der lügt ja auch. Weil es sagt, dass der zu meiner Rechten lügt.
Und der zu meiner Rechten sagt, ich sollte nach Osten gehen, aber gehe ich hier wieder zurück. Du sollst nach Süden gehen und der Kürbis unter mir sagt die Wahrheit. Nach Osten gehen und sagt die Wahrheit, das ist gelogen. Du sollst nach Süden gehen und der Kürbis über mir sagt die Wahrheit. Die behaupten alle, die sagen die Wahrheit. Und es ist der Einzige, der dann sagt, so, ja, der über mir, der lügt. Moment, nicht ohne Seife waschen. Moment, da würde ich ja wieder zurückgehen. Scheiße, das passt nicht. Der hier über mir lügt. Oh Gott. Also, wenn der hier lügt, könnte der hier eventuell... Soll es nach Osten gehen und der Kürbis unter mir sagt die Wahrheit, der aber unter dir sagt, dass er die Wahrheit sagt und du die Wahrheit sagst. Das passt also auch nicht. Der soll es nach Süden gehen und der Kürbis unter mir sagt die Wahrheit. Süden gehen und nach Wahrheit. Na, das kann aber auch nicht passen. Kürbis zu meiner Rechten lügt. Ich bin ehrlich, ich probiere den Westen. Ich habe Angst. Okay. Also wir wissen, dass der jetzt lügt. Und jeder, der Westen sagt, lügt auch. So, dann müsste der ja theoretisch gesehen die Wahrheit sagen. Ja! Juhu! Hurra! Ja, Baby! Darauf habe ich gewartet, darum geht es! Wir haben es gefunden! Grab es aus! Vor allem, warum brauche ich eine Schaufel dafür, wenn ich die ganze Arbeit mit meinem Schwert mache? Oh, weil da eine goldene Schaufel wäre. Alles kein Problem hier. Aua. Diese Rübsgeräusche, Alter. Die machen mich fertig. Okay. Oh, verdammt, Kleiner. Wir haben einen Volltreffer gelandet. Jetzt, wo ich eine nagelneue, glänzende, goldene Schaufel habe, brauche ich diesen Schrotthaufen nicht mehr. Nimm das, ich werde auch das eklige Erzschwert für dich los, ganz umsonst. Schaufel, eine mächtige Waffe, schlägt härter zu und kann Bunker aufbrechen. Geil. Schade, ich wollte es ihm klauen, aber da kann ich nicht. Sehr schön. Ja, das Rübsen ist wirklich ein bisschen weird und ansonsten ist auch das Sounddesign wirklich in Ordnung. Also ich weiß nicht, warum die das mit dem Rübsen so gemacht haben. Ist ja halt funny, wenn man das auch einfach ausschalten könnte, aber ich glaube, das geht nicht. Nö, ich kann nur den Herzschlag-Effekt ausmachen, damit die Panik nicht so reinkickt. Bombenbunker? What should you do in a radio emergency? Stay informed. Paired. Wisst ihr Bescheid, ne? Was sollten Sie in einem Strahlenunfall tun? Bleiben Sie informiert. Seien Sie vorbereitet. Tier rennt weg. Oh, oh Gott. Aua. Die ist nach oben gegangen, ne? Scheiße. Außen wieder rein. Ah, Kettenreaktion.
The Sun-Times. Der Pilz am Sonntag. Bomben gefallen. Wir werden den Virus aufhalten. Steuertag verschoben. Einberufen beginnt. Wir kriegen ein bisschen Info. Oh nö, meine Steuerung ist inverted. Dankeschön. Tagebucheintrag. Mir ist so langweilig hier unten. Wir haben uns allen mit allem eingedeckt, außer mit Unterhaltung. Also sehen wir uns jetzt immer dieselben paar Filme in Dauerschleife an. Oh Gott, das klingt furchtbar. Game ist diese Afterstory von 66 oder was? Ja, so ein bisschen, ne? Wirkt so ein bisschen. Hä? Ja, lol. Achso, ich muss mich selber anzünden. Ja. Was ist das stupid? Ah, bitte geh weg. Schutzanzug. Ich kann mich vor vielen Dingen schützen, einschließlich vor Feuer. Yeah, ich brenne. Oh, mein Licht ist angekommen. Ja, ich lasse das kurz für die Leute, die das Englisch lesen wollen. Liebes Tagebuch, was gibt's? Ich bin's wieder. Liz, es ist Tag 1105? Ich dachte, wir würden jetzt schon wieder zu Hause sein. Meine Familie treibt mich in den Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, dass du der Einzige bist, dem ich anvertrauen kann. Weißt du? Ich vermisse Matt. Ich hoffe, wenn das alles vorbei ist und er nach Hause kommt, wird alles wieder besser wie vorher. PS, bis morgen Tagebuch. Das ist ein bisschen traurig. Dieses verdammte Fleisch, ne? Das ist böse. Alter, das tut jedes Mal deine Störung an Wörtern. So geht's natürlich auch, ne? Verdammte Rülpsen. So. Ja gut, stimmt, ich erinnere mich. Ah, Moment. Das könnte man bestimmt auch mit einem Dingens lösen. Mit einem Portal, aber... Tagebucheintrag. Papa hat letzte Woche den Bunker verlassen, um zu erkunden, was oben vor sich geht. Ich weiß nicht, was er gesehen hat, aber seitdem ist er nicht mehr dasselbe. Ja, das ist wirklich 60 Seconds. Oh. Liz, der mutierte Mensch. Oh no. Au. Die Musik ist crazy, Alter. Aua. Holy shit. Okay, das ist ein bisschen gefährlich. Das
So, aua. Stirb! Dankeschön. Scrubs. Ach, das ist wahrscheinlich der Effekt, weil ich sehe es bei OBS nämlich gerade nicht, deswegen. Ja. Ja, besiegt. Crazy. Ja, da war was. Kühlschrank. Dann gehen wir da lang. Was haben wir jetzt hier? Ah, Laserpointer. Schießt einen roten Laserstrahl. Coole Sache. Tagebucheintrag. Ich vermisse Gizmo. Er war die beste Katze, die wir je hatten. Ich kann es nicht ertragen, seine alten Spielzeuge zu sehen. Mit diesen Laserpointer hat er am liebsten gespielt. Ja, die Mucke ist weg. Das ist true. Ich weine ja auch etwas hinterher. Hat echt einen guten Soundtrack teilweise, das Game. Das ist wirklich krass. So, waren wir jetzt hier schon mal? Ja, wir waren hier auch. Muss mal gucken, dass ich quasi überall war, wo wir hin hätten gesollt. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Tagebucheintrag. Nach so langer Zeit in diesem Bunker bin ich ganz blass geworden. Ich kann es nicht erwarten, die Sonne wiederzusehen. Haarfärbemittel. Kann blau färben. Oh. Ne, ich weiß genau, was wir tun werden, auch wenn man das natürlich unter den Helm nicht sieht, aber... Also Helmhut meine ich natürlich. Werde ich erstmal meine Haare färben. Du bist der grauenhafte Friseur. Hast du Haarfärbemittel? Du mit der grauenhaften Frisur, nicht Friseur. Ich kann nicht lesen, Leute. Hast du Haarfärbemittel? Ja. Vielen Dank, werter Knabe. Ich muss deine gute Tat erwidern. Keine Angst, der große Edgar wird Ungeheuerlichkeiten mit deiner Frisur wieder in Ordnung bringen. Schere, schneide einfach alles ab. Hm. Nun gut. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz, was ich davon halte. Aber okay. Dann ist das jetzt so. Ich werde gleich wieder eine Mütze aufziehen, weil das sehe ich nicht ein. Ah, schau mal. Graffiti Guy. Nochmals vielen Dank, Kumpel. Ja, geil. Ist einfach nur ein kleines bisschen Zeit beim Vorlesen lassen, dann wird das. Ja, das wäre vielleicht besser so, aber ich bin einfach ein hektischer Mensch, wenn es ums Lesen betrifft. Glatze ist sehr schick. Lass den so nackig. Okay. Ja, der Laserpointer. Der letzte Teil meines Masterplans. Das ist so wirklich, ich würde dir die Besitzurkunde für dein Gewächshaus zurückgeben. Du bist wirklich ein Idiot, genau wie dein Vater. Weißt du überhaupt, was sich unter deinem eigenen Haus befindet? Puh, erbärmlich. Das Vermächtnis des Rübettos, diesem Ding zu hinterlassen. Ich finde die letzte verrücklich. Geh mir aus den Augen. Ich wette, selbst der berüchtigte alte Mann Zitrone wird dir jetzt nicht helfen. Hallo, Junge. Nun, es ist wohl an der Zeit, dir die Wahrheit zu sagen. Dein Vater, Don Ribetto, Bürgermeister Zwiebel und ich kennen uns schon lange. Wir gehörten damals zur selben Verbrecherbande. Wir waren alle Mafiosi. Dein Vater war der Boss. Ich war sein Auftragskiller. Bürgermeister Zwiebel ist ein Berater. Unsere Gesellschaft ist chaotisch. Wir haben keine Gesetze, keine Verantwortlichen. Es war der perfekte Zeitpunkt, die Kontrolle zu übernehmen. Aber wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten. Bürgermeister Zwiebel war getrieben von Gier.
Er hatte seine eigene Vorstellung davon, wie die Stadt geführt werden sollte. Wir dachten, er schwingt nur große Reden. Wir hätten nicht gedacht, dass es so weit gehen würde. Er hat eine Regierung gebildet, uns den Rücken gekehrt und unseren Namen durch den Schmutz gezogen. Er wollte das, was wir unter unserer Basis haben. Waffen, Reichtum, wir hatten alles. Ich dachte schon, dass er große Anstrengungen unternehmen würde. Ich fand den Tod deines Vaters immer verdächtig. Dachtest du, es geht ums Gewächshaus? Söhnchen, unter ihm befindet sich eine riesige Basis. Du musst jetzt gehen, dich dort hineinschleichen und Bürgermeister Zübe besiegen. Es bleibt nicht viel Zeit. Du kannst meinen Geheimgang hinter dem Baum benutzen, aber beeil dich! Jetzt wird's, spannend. Mysteriöse Mafia-Basis. Okay, das reicht jetzt heute. Aha. Yeah, ich bin's einfach. Gleich mal hier reinschauen. Fuck. Okay, ich glaube, wir sind erstmal nach oben. Wir müssen lernen, was? Wir Gemüse lernen schreiben. Wir schlau. Basis Englisch for Big Dumdums. Tax Edition. Englisch Grundlagen für große Dumdums. Steueredition. Marsh Wilson. Auch hier zerreißen wir das gesamte Buch mit unseren Armen. Schauen wir mal, was da unten ist. Nee. Sieht mir so aus, wie wenn es da viel weiter geht. Ah ja. Boah, jetzt müssen wir alles, was wir gelernt haben, müssen wir jetzt vereinen. Das ist ja Game Design, Freunde. Ich bin mir halt gerade echt nicht sicher, wo hier was ist. Da ich jetzt hier gerade ein Rätsel lösen müsste, muss ich vielleicht doch hier runter. Ein Bild von Bürgermeister Zwiebel. Oh Gott, wozu ist diese Mafia überhaupt gut? Ich will reich werden und diese Versager werden mir nicht dabei helfen. Ich habe etwas über die Menschen und ihre Regierung gelernt. Vielleicht gründe ich meine eigene. Vielleicht kann ich Don überzeugen. The Layers to the Onion. A Major Onion Manifesto. Die Schichten der Zwiebel. Ein Manifest von Bürgermeister Zwiebel. Ja, da ist der Zitronentypi. Todesliste, Chat, Gewürzgang, General Grapefruit, meine Frau. Nur Spaß, lol. Alles klar. Huch. Haben wir sonst noch irgendwas? Nö, ne? Das sind quasi die Schlafgemächer und sowas. Oh, shoot. That's a bomb. Unsere Forschungen zufolge wurden alle Wesen, die vor uns auf diesem Planeten gelebt haben, durch diese Geräte zerstört. Wir müssen sie unschädlich machen, wenn wir unsere Zukunft schützen wollen. Ich werde Zwiebel damit beauftragen. Don. Jetzt haben wir ein bisschen was über Geschichte gelernt und war also doch gut, dass ich hier runter bin, weil sonst hätten wir das nicht miterlebt.
Bleiben Sie bitte ganz, Dankeschön. Scheiße. Lol. Hä? Ich muss das seitlich machen, das ist mir bewusst. Aber ich bin gerade ein bisschen zu blöd dafür. Deswegen, ich kann doch auch erst, wenn ich ein Smart Boy bin, was ich manchmal bin, nicht immer, wie man hier ab und zu durchaus erkennen kann. Ich kann ja auch erstmal in Ruhe das Ding hier hinschieben und dann das machen. Aber nein, ich bin halt ein Kecko. Und ich hab's zu tief geschoben. Bitte versteht das nicht aus dem Kontext. Dankeschön. Hä? Ich bin mir sicher, das hätte ich so machen müssen. Ich kann auch keinen Platz machen. Nee. Algenrütze. Oh Gott. Mein überlebender Sohn. Wenn du das hier liest, bin ich vermutlich oder wahrscheinlich schon seit einer Weile verfault. Seit einer Weile verfault, auch gut. Ich habe dir das Anwesen hinterlassen, aber ich fürchte Bürgermeister Zwiebels Vergeltung. Bitte pass auf dich und das Ribettoland auf. Es liegt jetzt an dir. Es tut mir leid, dass ich nicht dabei war, als du dein zweites Blatt bekamst oder deine erste Gießkanne erhielst. Ich werde dich vermissen, Sohn. Du wirst jetzt der größte Gangster von uns allen sein. Ich weiß, dass du dem Namen Ribetto Ehre machen wirst. PS, zerstöre diesen Brief. Wir wollen nicht, dass die FA ihn sieht. Ich liebe dich, mein Sohn, Don Ribetto. Jawohl. Da ist die ganze Familiengang. No, bloß habe ich leider keine Haare mehr. Erblich bedingter Haarausfall. Kritisch. Weißt du was? Mir fällt da gerade was ein, aber das bringt eigentlich auch nicht viel. Ach, ich bin ein Keck. Ja, lol, ich bin halt wirklich ein Keck. Keine Ahnung, ob das der Weg ist, wie man das machen soll. Ich mach's halt jetzt einfach so. So, tschüss. Du hältst dich wohl für ganz clever, was? Wie bist du schon so schnell hier reingekommen? Haut ihn um, chaotische, idiotische Radieschen. Aha. Es gibt nicht mal eine böse Dingens. Was zum, du blöder, was, Baba Gunusch? Okay. Das ist Körperverletzung. Mir reicht, ich hab genug von deinem Unsinn. Heute Nacht wirst du die Radierchen von unten ansehen. Korrupte politische Macht. Verwandeln. Korrupte Zwiebel. Sorry, ich wollte das bloß nicht gerade nicht überdecken. Aula. Aua. Okay. Oh no. Ekelhaft. Oh, lol. Aua. Aua. Make your... Nee, ich lass noch auf mich zukommen. So, zack, ausweichen. Zack, zack, zack. Und jetzt kotzt er wieder. Jetzt kommt er ran. Wir weichen aus. Zack. Zack. Wie konnte das passieren? Wie wurde ich vom Sohn meines Rivalen geschlagen?
Du magst mich besiegt haben, aber meine Regierung wird dank der Dokumente, die du übersehen hast, fortbestehen. Eigentumsanspruch und Besitzurkunde. Dies bescheinigt, dass du dich im das Gewächshaus im Besitz von Kleine Rübe befindet, Bürgermeister Zwiebel und dem Bürgermeister und die Regierung. Ja. Damit hätten wir das Spiel beendet. Aber. Ja. Kommt jetzt noch ein kleines Liedchen dazu. Technisch gesehen sind wir fertig. Aber nur technisch gesehen. We won't pay our taxes, we've got rent and we've got bills. There's layers to the onion and his bureaucratic thrills. Es ist wunderschön und ich will eigentlich sehr ungern darüber reden, aber muss ich leider. Weil ich weiß auch nicht, ob das Ganze irgendwie noch geschützt ist. Deswegen, ja, das erstmal dazu. Ihr wisst Bescheid, das hier sind die wunderbaren Leute. Wir sind aber noch nicht fertig, also immer schön ruhig mit den wilden Pferden, weil wir haben ja dem guten Boy zugehört und er hat gemeint, wir haben was vergessen. Alle einsteigen, die Station Sonnenuntergang wurde endlich fertiggestellt. In deinem Briefkasten findest du eine Fahrtkarte. In einer Höhle, in der holprigen Hügel-Dingens sind was, vielleicht solltest du das mal einmal ansehen. Ja. Erstmal eine Zugfahrkarte. Wolf, okay. Katzenohren. Messerhut. Auch gut. Ich wusste nicht, was da alles drin ist. Mal schauen, was noch alles für rauskommt. Steuer. Alles gut zu meinem Geburtstag, wunderschön. Okay. Also, wenn ich mich nämlich nicht irre, müsste ich eventuell noch die ein oder andere Sache vergessen haben. Genau, die Frage natürlich auch berechtigt, was ist jetzt mit den Pilzen? Das Ding ist folgendes. Es gibt meines Erachtens nach, wenn ich mich nicht komplett irre, noch irgendwo Dokumente eben, wie er auch schon gesagt hat, die ich übersehen habe. Ach, da oben ist noch ein Ausweisdokument, das sehe ich jetzt erst. Hatten wir dann gerade noch eins irgendwo? Da bin ich gerade blind. Shit. Hatten wir noch mal irgendwo eins da oben? Ach, lol. Ja, gut. Okay, das wäre wirklich einfach gewesen. Wir sind ja, wir haben ja das Dreier-Sub gemacht, deswegen danke, dass du geliefert hast. Da du mir jetzt mein Geschäft geholfen hast, es ist das Mindeste, was ich für dich tun kann, auch zu helfen. Hier ist eine Kopie des Fastbooks, damit du lernen kannst, wie deine Steuer zu machen. Jawoll! Unity! Steuern machen für Profis. Kleingemüse Buchhaltung 2023. Macht Steuern, betrachtet Steuern. Steuern. Inklusive Steuerberatung im Wert von 3,23 Euro. Ein Gemüselizenz. Einfach ins Laufwerk einlegen und die Steuern sind in vielleicht 30 bis 45 Minuten erledigt. Jetzt, wo du alle Steuerunterlagen vernichtet hast, möchtest du vielleicht noch einmal versuchen, gegen Bürgermeister Zwiebel zu kämpfen. Okay. So. Und jetzt nochmal in seiner vollen Güte das Ganze zu erleben. Hier seine Transformation. Ja, wisst ihr Bescheid. Aua. Ekelhaft. Gerade so ausgewichen wie ein Profi. Aua.
Backrushen hier den Boy. Ha, dachtest du, er ist gewonnen? Dachtest du, du hast mich in unserem kleinen Spiel hier geschlagen? Glaubst du, ich hätte nicht bemerkt, dass du jedes einzelne Regierungsdokument vernichtet hast? Ich habe noch einen letzten Trick im Ärmel. Ist er dir in meiner Basis unten aufgefallen? Ja, es ist die Atombombe. Die Atombombe, von der dein Vater wollte, dass ich sie deaktiviere. Dein Vater war ein Versager. Er hielt es für zu gefährlich, sie zu behalten. Deshalb bat er mich, dafür zu sorgen, dass sie niemals benutzt wird. Aber jetzt, wo ich nicht mehr im Bild bin, jetzt, wo er nicht mehr im Bild ist, lass dich atomisieren, Kleiner! Ja. Scheiße, wa? Kleine Rübe, kleine Rübe! Kannst du uns hören? Wach auf! Mach auf, kleine Rübe. Ich glaube, wir haben die Atmosphäre verlassen. Zwiebelgott. Na endlich, kleine Rübe. Ich bin aufgestiegen. Ich bin zu einer unaufhaltsamen Nacht geworden, mächtiger als die Pilzriesen der Vergangenheit. Ich werde die Welt der Besteuerung beginnen. Nein, dem Universum! In allen Galaxien wird es Besteuerung ohne Vertretung geben. Auf Wiedersehen, kleine Rübe. Es ist Zeit für dich zu sterben. Oh, Pilz, was ist das für ein Ding? Kleine Rübe, geh und finde den Rest des FAs. Ich sitze hier fest und ziehe unsere... und sie sind unsere beste Chance. Heiliger Pilzrüse, kleine Rübe, was haben wir getan? Wir haben Bürgermeister Zwiebel geholfen, dieses Ding zu werden. Ich muss etwas tun, etwas Heldenhaftes, etwas wirklich Cooles. Schnell, tritt die Blumenrübe zu mir. Ich kann versuchen, ihn damit zu treffen. Denk dran, kleine Rübe, sei nicht die Rübe, die an Chat glaubt. Sei die Rübe, die an kleine Rübe glaubt. Tut mir leid, diese Sendung kam 2007 raus. Aua, aua. Aua, da hat mir 4 Leben abgezogen. Ach, shit, okay, I know what I have to do. Vor allem die Sonne und die Erde im Hintergrund. Oh no. So, das haben wir schön ausgewichen. Oh. Das ist schlecht. Au, 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 au. Du schaffst das, Rabe! Ja. Ja, ich habe auch festes Vertrauen in ihn. Holy shit, hier gibt es viel. Sehr viel. BC. Oh shit, das wird knapp. Ah, ne. Shoot. Aua. Hallo, junge Rübe. Ich habe gesehen, was Chat getan hat. Sehr mutig. Ich werde das Gleiche tun. Gib mir die Boomblume. Au, 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 au. So. Los, du musst die Welt retten. So.
Sind zwar heldenhaft. Endlich. Ich bin endlich aus diesem Gewächshaus raus, aber ich habe gesehen, was Chad und Raphael getan haben. Es scheint, als würde dieser Freak schwächer werden, aber das ist nicht mein Problem. Du kannst dich selbst verteidigen. Ich schwöre beim Pilz, tritt ja nicht die Blumen rüber zu mir. Komm, was soll das? Was lernen wir aus all dem, Kinder? Werdet keine Kapitalisten. Die Fresse. Hui. Eigentumsanspruch, Besitzerurkunde, dies bescheinigt, dass du das Gewächshaus im Besitz von Kleine Rübe befindet und so weiter. Damit haben wir das Finale. Finale, Finale von Turn Up Boy Commits Tax Evasion geschafft. Ja. Ich hoffe, es war auch für die Leute auf YouTube einigermaßen angenehm. Ich habe es ja versucht, ein bisschen zurechtzuschneiden. Ja, mal schauen, ob ich das geschafft habe. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Bitte denkt dran, die Namen werden unten, ihr seht sie unten vollständig oder oben nochmal vollständig, wenn euch die genau interessieren, wer da alles für tolle Menschen dran gearbeitet haben. Das ist tatsächlich ein etwas größeres Team, als ich gerade nochmal im Kopf hatte. Aber im Endeffekt ist es trotzdem ein kleines Indie-Team. Das ganze Indie-Team hat eine Fortsetzung gemacht. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe Bock auf diese Fortsetzung und würde sie auch gerne demnächst, irgendwann in einem nächsteren Zeitraum, gerne spielen. Das wird auch passieren, aber es würde noch ein bisschen dauern bis dahin natürlich. Ja, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß hattet. Und wenn ihr Bock habt, gerne auch mal mit mir zu interagieren beim Zocken oder sowas, dann könnt ihr gerne bei mir auf Twitch vorbeischauen. Ich habe euch unten den Link mal in die Videobeschreibung geschickt. Und ansonsten, ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns zu einem neuen Video auf YouTube wieder.